Wenn sich die Mobberinnen entschuldigen würden, würde ich ihnen auch verzeihen. Und ich fände es auch schön, dass sie dann merken, was sie eigentlich gemacht haben. Ich bin 15, ich komme jetzt in die Lehre und ich werde heute über meine Mobbing-Erfahrungen reden. Es hat etwa vor 8 Jahren angefangen. Dort war ich 7. Und das war etwa in der 2. Klasse. Also ich bin immer ausgeschlossen worden. Ich bin nie in Gruppe, habe ich nie dazugehört. Zum Beispiel hat es geheissen, fette Kuh oder die fette oder einfach die komische. Ja, und so Sachen. Ich habe mich mega klein gefühlt und wertlos. Und einfach, ich habe das Gefühl, ich verdiene das, aus weiss ich nicht welchem Grund. Seit 3 Jahren bin ich irgendwie so selten aus dem Haus, nur wenn ich wirklich muss, etwas erledigen, aber nie freiwillig. Ich hatte Angst, dass es mir wieder begegnet und dass ich Leute sehe, die mir dann das wieder sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass Leute einfach wissen würden, was sie anrichten mit ihren Worten. Als ich gemobbt worden bin, hatte ich eigentlich nur einen Kollegen. An dem konnte ich mich heben, so ein bisschen. Aber keiner hat sich für mich eingesetzt. Die Kollegen, die ich hatte, haben auch nicht etwas gegen mich gesagt. Aber sie haben auch nicht etwas dagegen gesagt, gegen Mobbing. Es hat einen Punkt gegeben, wo ich das Gefühl hatte, ich halte es nicht mehr aus. Das war eben so vor 5 Monaten. Es ist mir einfach zu viel geworden mit Mobbing. Ich habe mich angefangen, selbst zu verletzen, als ich nicht mehr weiter konnte. Und ich bin suizidal geworden. Und dann irgendwann habe ich mich angefangen zu melden. Und dann bin ich in die Klinik gekommen, um das anfangen zu heilen. Ich habe mich sehr allein gefühlt voran. Und sobald ich in die Klinik gekommen bin, hat es auch eine Zeit gebraucht, bis ich mich auch einlebe. Aber später habe ich mich dann nicht mehr allein gefühlt, weil es sind auch andere Leute mit Problemen dort, mit denen ich es auch gut habe. Und das gibt mir so Sicherheit. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Stärke gewonnen. Und das war einfach die Erfahrung, können zu leben. Und das hat mir auch irgendwie ein besseres Herz gegeben, zum Wissen, wie andere Leute zu behandeln und wie genau nicht. Es kann nicht sein, auch wenn ich jetzt heile von dem, was mir passiert ist und auch das wieder vergessen kann und verzeihen, gibt es immer noch Leute, die da draussen gemobbt werden, wegen nichts. Weil sie einfach sie selber sind.